Einen wunderschönen Tag, mein Lieben. Mein Name ist Sie aus dem Krypto-Café. Heute wieder aus dem Outdoor-Studio, weil natürlich das Wetter so schön ist und weil ja insgesamt die Lage so sich entspannt hat, ne, im Vergleich zum letzten Jahr, wollte ich schon sagen. Letzte Woche war das. So schnell vergeht die Zeit, ja. Denn ich habe zwar letzten Samstag ein Video gemacht für die, die sehr aufmerksam zugeschaut haben. Ich habe das Video tatsächlich, das ist das erste Video, was ich auch wieder runtergenommen habe, weil natürlich die Qualität ja leider suboptimal war. Ja, und deswegen habe ich auch gedacht, Leute, genauso, blaue Stunde, aber ne, ich versuche es pünktlich, so dass es eben am Ende nicht gerade ja alles pixelig ist. Und genau, drei Themen heute, ja, ganz wichtig. Das erste, bevor wir mit allen loslegen, das erste ist natürlich heute Abend Samstag, wie immer, zukünftig auch, ja, jeden Samstagabend haben wir unsere Talkrunde. Das ist eine ganz entspannte, ja, wie ein Stammtisch, ja, in der Kneipe, nur ne, nicht in der Kneipe, sondern online, und da ist jeder eingeladen, ja, und ihr könnt auch einfach nur zuhören, ne, niemand ist da gezwungen zu sprechen, einfach so ein bisschen vor sich hinquatschen, was so Sache ist, ne, auch sorry, eigene Geschichten erzählen, so zum Austausch, so eine entspannte Runde, ne, jeder ist eingeladen, um 20 Uhr in Discord, Link gibt's unter jedem Video, wie immer, und ja, die zweite Sache nämlich, was lustig ist, ja, nämlich, ich habe ja in den letzten Tagen auch explizit, beziehungsweise sehr ausführlich über diese Euler-Attack erzählt, ja, wie es abgelaufen ist, was davon alles betroffen ist und so weiter. Jetzt ist tatsächlich was noch Lustigeres passiert, als was ich einmal in den News darüber gesprochen habe, nämlich der Hacker. Ja, der hat ja 200 Millionen geklaut, das ist natürlich eine Riesenmenge, und der hat ja zwei Tage später 100 ETH, ja, einen einzigen Batzen an den ehemaligen Lazarus-Gruppe geschickt, ja, und da habe ich gesagt, ja, ne, da wahrscheinlich ist das auch nur ein Hacker, und der, ne, nach dem Motto, hey, guck mal, was ich drauf habe, ja, im Vergleich zu euch, ne, ich schaffe das ganz alleine, ne, und ihr braucht eine ganze Mannschaft dafür. Das war erstmal, ja, niemand weiß, was das überhaupt noch Hintergrund hat, manche vermuten, der hat vielleicht einen Draht zu denen, ja, oder keine Ahnung, ja, das ist sehr, sehr strange an der Stelle, und jetzt ist tatsächlich heute, ja, vor ein paar Stunden passiert, der hat drei Chargen, 1000 ETH, und das ist eine Menge, ja, also das sind insgesamt 5,5 Millionen, hat er zurück an Euler geschickt, ja, an das Deployer-Team praktisch, ne, das ist dort das Contract, was das Ganze deployed hat, das heißt, das ist das Team, ja, und jetzt fragt sich jeder, ja, was geht da im Hintergrund vor, ja, gibt er jetzt alles wieder zurück, weil der ne, Bedenken hat, dass er die vielleicht nicht auswaschen kann oder keine Ahnung, ja, hat er sich doch anders überlegt. Ich habe zwar auch heute Morgen darüber berichtet, ne, dass die herausgefunden haben, der einzige Mensch, ja, der mehr als das, was er eigentlich zurückverdient hätte, ja, bei diesem Euler-Attack, der, ich glaube, 83 ETH hat er dabei verloren und hat aber 100 ETH zurückgekriegt, der hat ja am Anfang auch bestritten, dass er das wäre, und dann hinterher doch gesagt, ja, okay, ja, ich bin der Programmierer, aber ne, ich habe mit dem ganzen Hack nichts zu tun, nur ich habe zufällig mehr zurückbekommen, als ich sollte. Ja. Ich meine, da könnte man auch ein bisschen überlegen, vielleicht hat er gedacht, der fliegt nicht auf, jetzt fliegt er doch auf, und dann überlegt er sich vielleicht, ja, behalte ich das Liebesgut oder nicht, ne, oder gebe ich das doch zurück. Ja. Ich meine, es ist sehr, sehr merkwürdig, was da alles im Hintergrund läuft. Ich meine, 3000 ETH klingt viel, ja. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was geklaut worden ist, diese 200 Millionen, das sind gerade mal 2%. Ja. 2% von dem Diebesgut hat der Dieb jetzt eine Charge A3-Transaktion zurückgegeben. Und was hat das jetzt für einen Sinn, ja, wenn er jetzt, sag ich mal, den Rest nicht zurückgeben will? Nur, ne, ich werde da, wie gesagt, da auf dem Laufenden bleiben für euch. Also ich finde das ziemlich lustig einerseits, aber auch spannend und auch ja schon fast wie ein Mystery, ne, so das Ganze. So, das Dritte, nämlich das am wichtigsten, nämlich diese ganze Geschichte um Arbitrum, ne? Und da ist ja aktuell tatsächlich auch sehr, sehr viel Hype und zu unterschiedlichen Projekten. Ich habe zwar heute Morgen auch schon gesprochen zu diesem, wie heißt dieses Projekt, der Radian, ja, dass da im Hintergrund das eine und andere Sache ist, was vielleicht nicht ganz hinkommt oder ganz hinpasst, und dass ich da zum Beispiel nicht reingegangen bin oder nicht da reingehe aktuell, ja. Und das Ganze, wie läuft das Ganze jetzt insgesamt ab? Ja, ich meine, es gab sehr viele Gerüchte und auch Spekulationen von unterschiedlichen Leuten, ja, vor allem Influencer und so. Ja, zum Beispiel, ich sehe da auch schon Leute irgendwelchen Shitcoins chillen, ja, die überhaupt keinen Sinn machen. Das eine oder andere Projekt macht schon Sinn an der Stelle, aber, und das ist meine Überlegung, ja, man muss, also das Vergleich mit Optimism gucken, also mein Gedanken an der Stelle ist, wohin könnten die ganzen Token in der Regel wandern, ja? Und da habe ich heute Morgen schon auch in den News dieses Grafik dargestellt, ziemlich weit am Anfang der News, nämlich von Nansen, ja, die haben da ausgewertet, welches Projekt theoretisch wie viel bekommt, ja.
Und da war es in den News auch, dass die Leute dieser Cyberswap ziemlich gehypt haben, weil die gesagt haben, hey, ja, Cyberswap ist mit den News rausgekommen, dass die sämtlichen Token, die an der Stelle bekommen würden, 1:1 an die Leute, die an der Stelle um 90 Tage ihren Token locken, weitergeben würden. Ja? Und das habe ich selbst in den News gesagt. Ich habe gesagt, hey, pass auf, ja, bevor ihr dort reingeht, vor allem für 90 Tage, das ist eine riesen lange Zeit. Ja? Und wenn ihr mit den Token reingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ihr am Ende nach 90 Tagen mit viel, viel weniger Wert rauskommt und da bringt euch auch nicht 100% APR. Ja? Denn 90 Tage ne, auf 100% APR sind gerade mal 20 oder 25% ja, an Gewinn und das deckt natürlich nicht die Verlust, wenn du ne, 50% Verlust hast. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich Cyberswap, wenn man genau überlegt. Ja? Die sind Mitte Februar losgegangen. Ja? Die sind Mitte Januar deployed, aber erst Mitte Februar sind die richtig losgelegt. So. Und jetzt ist natürlich bei dieser Verteilung der Token, ARP-Token an die Ökosystemprojekte so, dass die auswerten, ja, steht ja auch immer Nanzen drin, sowohl die Aktivität als auch die Menge der Transaktion als auch der Betrag. Ja. Und so gesehen, und deswegen sieht man auch zum Beispiel Cyberswap in dieser Grafik überhaupt nicht. Ja. Das bedeutet an dieser Stelle, theoretisch ja, wäre die Möglichkeit nicht klein, dass Cyberswap keinen einzigen Token bekäme. Ja. Oder vielleicht nur so minimal, ja, sag ich mal, andeutungsmäßig, dass ihr, ja, gut mitgemacht, ja, so eine Partizipationsurkunde mäßig, aber kein Ergebnis. Und jetzt ist natürlich, wenn ihr da drin gelockt seid, ja, oder mit euren Token, ne, werdet ihr natürlich aufgeschmissen bei dem Ganzen, weil der Preis ist nach oben gepumpt, ja, ihr habt eure Token gelockt. Die nicht gelockt haben, die können natürlich großzügig abverkaufen und wenn euer Token gelockt sind und entlockt irgendwann sind, ja, ist der Preis so weit im Boden, dass sich das nicht mehr lohnt. Also das sind natürlich Sachen, Überlegungen, die man immer in den Kopf haben sollte und niemals auf irgendwelche News von irgendwelchen Leuten draufspringen, nur weil der sagt, hey, ja, das könnte groß sein, das Vela, das Factor, ne, wie die alle heißen, oder selbst Camelot. Ja, ich habe schon gesagt, Camelot hat sich mittlerweile etabliert, ja, auf der Chain als eines der ja, noch nicht mal so fundamental, aber sag ich mal, gute Produkte, ja. Aber alles, was auf Camelot über diese Launchpad bisher gelaufen ist, das ist aus meiner Sicht alles nur Shitcoins, ja. Die haben bislang nichts außer Werbesprüchen und kein einziges echtes Produkt an der Stelle. Und da muss man wirklich aufpassen, wo man reingeht. Und der Gedanke daran, nämlich wenn Arbitrum ja diese Token tatsächlich einen Wert haben sollte, ja, dann werden die natürlich nicht zusehen, dass die den Token an irgendwelche Shitcoin-Projekte geben, die das einfach nur auf den Markt dumpen, ohne einen Wert für diesen Token zu bekommen. Denn das Ziel von so einem Token ist ja natürlich, dass es möglichst weit in der Ökosystem genutzt wird, ja, und natürlich auch möglichst viel, so ähnlich wie bei Velodrom, ja, in eine Art Sink, also praktisch den Abfluss versenkt werden. Ja, das heißt, möglichst viele Token gelockt irgendwo in Money Market, ja, wie Aave zum Beispiel oder ne, gibt es ja auch Native auf Arbitrum. Und das ist natürlich aus dem Circulating Supply rausnehmen und da würde natürlich den Preis langfristig stabilisieren. Das heißt, insgesamt sehe ich tatsächlich die Chance, dass der Arbitrum Token, weil natürlich das Ökosystem insgesamt gesünder und weiterentwickelter ist als Optimism damals vor einem Jahr, ja, vor fast einem Jahr, dass der Token zwar dumpen wird, das wird definitiv passieren am Anfang, weil sehr viele werden Gewinn mitnehmen. Ja, der Gewinn ist einfach so hoch. Ich meine, ne, ich kriege auch ein paar 20 oder 30 Millionen ja, an der Stelle. Denk dran, ja, ein bisschen mehr Spaß muss sein. Und da ist kein Gewinn mitzunehmen, ist einfach ne, allein aus psychologischen Gründen sehr, sehr schwierig. Ja. Und aber nichtsdestotrotz ist die Chance zumindest da, ja, also obwohl wir hier im Bärenmarkt sind, ja, ähnlich wie letztes Jahr, dass der Token insgesamt mittelfristig oder langfristig sogar besser performen kann, weil das Ökosystem insgesamt weiterentwickelter ist und wir theoretisch an der Stelle mehr Möglichkeit hätten. Die größte Möglichkeit sehe ich tatsächlich, wenn es so kommt, ja, dass nämlich GIP, ja, die sind ja von GMX, die sind ja bei 1 Milliarde. Ich habe heute geguckt, ich habe gesagt, wow, 1 Milliarde, unglaublich, ja. Dass wenn die nämlich die abtoken, ja, keine Ahnung, 2% oder sogar nur 2% oder 5% vielleicht sogar in ihren GIP Basket aufnehmen, das wäre ein riesiger Sink, ja, weil das wären theoretisch abtoken, ne, die in diesen Korb hineingehen, die immer für Trading für Leute bereit sind, weil der GIP ist ja praktisch ein Trading Pool, ja, obwohl es ein Basket ist. Und das würde sehr, sehr viele Token natürlich vom Markt runternehmen. Ja, und dann kann man natürlich noch anhand der Liste bei Arbitrum auf DeFi Llama 2 durchgehen und sich überlegen, welche von diesen Projekten könnten an der Stelle zum Beispiel Token von Arbitrum nutzen oder locken oder in den Pools aufnehmen. Ja, und das habe ich zwar auch gesagt, sobald natürlich dieser Airdrop da ist, werde ich einen Teil von meinen Token abverkaufen und den anderen Teil werde ich in den Pool packen, um damit zu farmen.
Ja, einerseits natürlich sowohl, um wenn der Kurs nach unten geht, ja, Bottom-Fishing zu betreiben, andererseits natürlich, weil ich weiß, das wird einfach so ein riesen Drama sein, ja, weil jeder will da traden und jeder ist bereit, vor allem bei so hohen Fees und so viel mehr Slippage einzugehen und auch viel mehr praktisch Fees zu bezahlen, um hin und her zu traden, weil dann natürlich viel Geld gemacht werden kann. Ja. Das ist praktisch das Paradies für alle Zocker und da habe ich ja auch bin ich auch in Gespräch mit ein paar Leuten, die mit mir zusammen da irgendwie einen Pool aufbauen wollen. Wenn ihr daran Interesse habt, kommt auch gern deswegen ins Discord. Und ja, das ist so praktisch das Vorgehensweise für die nächste Zeit. Für den nächsten Donnerstag geht das Ganze los. Und das war es auch schon aus dem Krypto-Café Outdoor heute. Kurz und knapp die drei Sachen. Also ne, erstens heute Abend um 8 Uhr, 8:30 etwa geht's los, ja, in unserem Discord. Zweitens diese Geschichte mit Euler, nur als nebenbei, ja, kleines lustiges Anekdote. Und drittens, ne, diese Geschichte mit Arbitrum, da ist sehr viel Hype. Also denkt dran, nicht zu viel Emotionen reinzustecken. Ja, ich weiß, viele haben da sehr viel bekommen an der Stelle. Ne, viele springen gegen die Decke mittlerweile. Und aber nichtsdestotrotz, denkt dran, nicht jedes Projekt ist tatsächlich so schön, wie es aussieht nach außen. Und es gibt sehr viele, die fundamental nicht wirklich viel bieten können. Und da muss man vorsichtig sein, in welches Projekt man reingeht und vor allem, wo man Token lockt. Ja, locken, das gehört sich aus meiner Sicht nicht. Und ja, das war's für euch. Mein Name ist G. Ciao, ciao.